Gegenwärtig entsteht der grösste Kuppelbau von Europa, der Saldom 2, auf dem Gelände von der schweizerischen Riesalinie in Rheiburg. Für die Generalplanung und das Engineering verantwortlich ist die Brattler Firma Hering AG. Letzte Woche ist beim Saldom 2 das letzte Teilstück von der Holzkonstruktion eingesetzt worden. 2005 ist ebenfalls von der Firma Hering AG der Saldom 1 gebaut worden. Allerdings ist er einiges kleiner als der Saldom 2. An einer öffentlichen Führung sind der Saldom 1 in Betrieb und der Saldom 2 unter Konstruktion vorgestellt worden. Sowohl Saldom 1 wie auch Saldom 2 dienen der Lagerung von Streusalz. Der Durchmesser von Saldom 1 ist 93 Meter. Im Moment ist der Rand voll mit 80'000 Tonnen Salz, das auf den Einsatz im Winterdienst wartet. Jetzt gehen wir zu Saldom 2, wo die Tragkonstruktion aus Holz gerade fertiggestellt worden ist. Der hat einen Durchmesser von 120 Meter und eine Höhe von 32 Meter und ist für die Aufnahme von etwa 100'000 Tonnen Salz vorgesehen. Im Eingangsbereich hat bereits die Montage der Dachelemente angefangen. Beim Betreten von Saldom 2 geht der Blick unwillkürlich nach oben zum imposanten Kuppelbau. Da ist höchste Präzision angesagt. Jedes Element ist nummeriert und muss millimetergenau in die Verbindungsstücke passen. Wenn die Struktur stimmt in diesem Programm, kann man das in Statikprogramm übernehmen. Dann kann man dann die Dimensionen bestimmen und man kann es direkt auch ins CAD übernehmen, ins 3D, dreidimensional zeichnen. Etwa 500 Fichten und Weisstannen aus der Umgebung von Rheinfelden haben das Holz für Tragelemente geliefert. Wie schon bei Saldom 1 ist auch beim Saldom 2 die optimale Raumnutzung im Vordergrund gestanden. Kuppeln ist das ideale Dach, um möglichst platzsparend 100'000 Tonnen Streusalz zu lagern. Bei dem Streusalz, das im Saldom 2 gelagert wird, handelt es sich um eine strategische Reserve, wo nur in Spitzenzeiten genutzt werden soll. So wird in Zukunft auch in ganz strengen Wintern das Streusalz nicht ausgehen. Das Tragwerk von Saldom 2 ist von 6 Personen, alles gut ausgebildete Zimmerleute, aufgebaut worden. Die 14'000 Quadratmeter Dachelemente werden im Februar 2012 fertig montiert sein. Im Frühling 2012 dürfte Saldom 2 betriebsbereit sein.